Über 120.000 Christen sind auf der Flucht. Wie kann Ihre Kirche aktuell vor Ort noch präsent sein? Die Kirche war die erste Stelle, wo die Flüchtlinge sich dort gemeldet haben und in die, deren Einrichtungen geflohen sind. Und die Strukturen bei der Kirche mehr organisiert sind, deshalb sind wir auch mehr in der Lage, mehr die Vertriebenen zu helfen. Was erhoffen Sie sich, welche Hilfe von der katholischen Kirche in Deutschland? Erstens, dass die Kirche sich für uns als Christen einsetzt, dass sie unsere Rechte verteidigen, dass sie hier mit den Politikern sprechen, um uns zu unterstützen. Das ist, was ich hier in Deutschland gespürt habe, dass die Kirche setzt sich sehr stark ein, um unsere Rechte im Irak zu verteidigen. Die zweite Unterstützung ist die finanzielle Unterstützung. Ich bin für die Position der deutschen Kirche sehr dankbar. Von Anfang an haben sie uns finanziell sehr stark geholfen und waren auch oder sind auch bei uns sehr stark präsent. Eine Frage zu dem Ursprung des Ganzen. Wie konnte es zu diesem plötzlichen Gewaltausbruch kommen? Woher kommen die vielen Menschen, die sich bei der Terrorismusorganisation IS anschließen und dort mitkämpfen? Wie erklären Sie sich das? Dafür gibt es natürlich mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass die Radikalisierungswelle hat bei uns eine sehr schnelle und große Auffang gefunden. Und dafür gibt es auch natürlich viele politische Gründe. Es gibt viele Länder, die durch deren falsche politische Entscheidungen dafür gesorgt haben, dass solche Gruppen entstanden zu kommen. Es gibt auch Medien, die eine große Rolle gespielt haben. Die Medien haben dafür gesorgt, dass die ISIS-Gruppe sehr schnell viele Kämpfer zu bekommen. Es gab auch verschiedene Schichtgesellschaften, die sich das Gefühl hatten, dass sie vernachlässigt wurden, und die dachten, dass durch die ISIS-Leute können ihre Rechte wiederbekommen können.